Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich beginne mit einem Zitat von Roman Herzog. Europäische Identität bedingt die Herausbildung eines europäischen Gedächtnisses, das das Gemeinsame an Verantwortung ins Bewusstsein hebt. Genau darum muss es gehen, um ein europäisches Gedächtnis und um gemeinsame Verantwortung. Die ganze Tragik des NS-Vernichtungskrieges, sowohl die stalinistischen Gräueltaten in Osteuropa, insbesondere in der Ukraine, sind bisher viel zu wenig im europäischen Gedächtnis verankert bzw. in der deutschen Öffentlichkeit bekannt. Deshalb ist es gut, dass der Antrag der Grünen mit der notwendigen Aufarbeitung beginnt und die historische Verantwortung Deutschlands hervorhebt. Und mein ausdrücklicher Dank geht an Marie-Louise Beck, meine Bremer Kollegin, dass sie das hier vorgelegt hat. Leider bezieht sich der Antrag, vielfach erwähnt, jedoch isoliert auf die Ukraine. Andere osteuropäische Länder fehlen, zum Beispiel Polen, die baltischen Staaten, Belarus. Aber wir müssen festhalten, nirgendwo wurde der NS-Vernichtungskrieg so brutal geführt wie in der Ukraine. Stellvertretend für die systematische Ermordung des osteuropäischen Judentums steht, auch das ist erwähnt, die Schlucht von Babin Yar. Hier wurden innerhalb von 36 Stunden 33.761 Juden ermordet. Kinder wurden auf die Leichenberge geworfen und lebendig begraben, um Munition zu sparen. Eine Steigerung der Grausamkeiten gibt es nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dies darf sich nun wirklich nie, nie wiederholen. Heute befindet sich die Ukraine durch die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und die kriegerische Auseinandersetzung mit Russland im Donbass erneut in einer äußerst kritischen Situation. Täglich sterben Soldaten und Zivilisten. Wieder ist die Ukraine Opfer. Diesmal sind es die Machtinteressen Putins und sein Expansionswille, der das Land in eine tiefe Krise gestürzt hat. Und hier setzt unsere, aber auch die europäische Verantwortung ein. Ja, Sie sind Putin-Versteher und Russland-Versteher und deshalb sehen Sie das anders. Das ist ja, Sie müssen es einfach ertragen, was hier an Unrecht und Leid durch das russische System, durch Putin im Augenblick auch wieder produziert wird in der Ukraine. Der Antrag stellt die Forderung an die Bundesregierung, sich durch Bildungsarbeit und Kulturprojekte für eine Erinnerungskultur einzusetzen. Dies geschieht, wurde eben auch erwähnt, auf vielfältige Weise. Allerdings müssen wir sagen, der Blick zurück in die Geschichte ist nur der eine Teil unserer Verantwortung. Der andere Teil ist der Blick nach vorn, der bedeutet, dass wir die Ukraine bei ihren Bemühungen auf dem Weg zu einem demokratischen Rechtsstaat unterstützen. Dieser Weg ist schwer und weit. Demokratische Kräfte ringen mit den Kräften, die verharren und alte Strukturen beibehalten wollen. Dennoch sind erste Erfolge sichtbar. Vieles steht noch aus. Die Einrichtung von Korruptionsgerichten, weitere Privatisierungen, die Justizreform, die bessere Bezahlung des öffentlichen Dienstes. Die Ukraine hat ein Umsetzungsproblem. Mit anderen Worten, es fehlt noch ein Mindestmaß an politischer Kultur. Dennoch, die Maidan-Revolution, ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin, die Maidan-Revolution darf nicht umsonst gewesen sein. Wir müssen der russischen Propaganda entgegentreten, die den Maidan als Werk militanter Rechtsextremisten diffamiert. Das kann nicht richtig sein. Wer immer sich in die große Zahl der friedliebenden Demonstranten eingeschleust hat, der Maidan war keine Bewegung von Rechtsextremisten, meine Damen und Herren.
Mir fehlt eine Minute, aber deshalb sage ich am Schluss, ich wollte so gern noch auf die vielfältigen Kulturprojekte, die wir auch dort verwirklichen, eingehen. Ich schließe damit, dass ich an dieser Stelle ganz ausdrücklich unserer Bundeskanzlerin danken möchte dafür, dass sie sich in unglaublich guter Weise dafür einsetzt, dass Minsk eingehalten wird, dass der Konflikt beigelegt wird, dass die Sanktionen eingehalten werden. In vielen Gesprächen, Verhandlungen und Telefonaten mit Putin, das ist schwer. Herzlichen Dank, Angela Merkel. Vielen Dank, Elisabeth Motschmann. Nächster Redner, Dr. Fritz Felgentreu für die SPD-Fraktion.